Vor dem Derby auswärts am Mittwoch gegen Rielasingen Ahlen geht es für den FC 08 Villingen am Freitagabend unter Flutlicht gegen den ersten CFR Pforzheim. Nach einer 2:5 Niederlage gegen Holzhausen hat Trainer Volker Krimminger im September seinen Hut genommen. Worauf müssen wir uns jetzt einstellen? Pforzheim eigentlich einer der Geheimfavoriten vor der Saison gewesen, also einen sehr guten Kader, vor allem auch in der Breite und auch im Offensivbereich, viele Möglichkeiten, schlechten Saisonstart gehabt und dann in den Negativstrudel gekommen und jetzt die letzten zwei Spiele, auch seit dem Trainerwechsel, dann wieder stabiler. Ist eine Mannschaft, die Qualitäten hat, wie schon gesagt, insbesondere im Offensivbereich. Mokhtar Boulajab sah in einem rassigen Derby gegen Holzhausen den roten Karton. Im direkt darauffolgenden Spiel in Göppingen sah auch Mauro Chiorazzi die rote Karte, als er mit dem Ex-08er Anthony Mbemsom aneinander geriet. Wie erklärt sich Yahyan diese roten Karten? Klar, grundsätzlich sind rote Karten nie gut, ist klar. Ich glaube, bevor wir jetzt die zwei roten Karten hatten, waren wir einer der fairsten Mannschaften der Liga. Das hat sich natürlich jetzt schlagartig geändert. Gerade jetzt die rote Karte von Mokhtar. Derby, hitzig, 86. Minute, schon ein ordentliches Foul und dann aus dem Affekt da nachgetreten, weiß er selber, dass es nicht richtig war und ist dann eine rote Karte. Hoffen wir, dass die Sperre nicht zu lange ist und die andere rote Karte von Mauro dann auch emotional, ehemaliger Mitspieler. Wer weiß, was da für Hintergründe noch da waren. Auf jeden Fall war es für uns nicht so verständlich. Am Ende hoffen wir natürlich auch bei Mauro, dass die Sperre sehr gering ist. Anfang kommender Woche soll dann klar sein, wie lang die beiden Spieler rotbedingt fehlen. Pforzheim ist ambitioniert, aber ähnlich schwer gestartet wie wir. 10 Punkte, Platz 14. Wie sieht Jonas Brändle den kommenden Gegner? Ja, ich glaube, Pforzheim hat sich die Saison oder der Saisonstart auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich glaube, durch den Trainerwechsel jetzt in den letzten zwei Spielen ordentlich gespielt. Und ich glaube, das ist, ja, Pforzheim darf man nicht unterschätzen, auch wenn jetzt dieser Saisonstart vielleicht nicht so war, wie sie sich erwünscht haben oder wir alle gedacht haben, muss man von Anfang an da sein und darf sie auf keinen Fall unterschätzen. Jonas Brändle selbst wird am Freitagabend nicht zum Kader gehören. Hinter seinem Einsatz stand ein Fragezeichen. Er lief beim regnerischen Abschlusstraining am Donnerstagabend sein eigenes Tempo 20 Minuten um den Platz und blickt für sein persönliches Comeback auf das Rielasingen-Spiel. Wie sehr freut man sich als Spieler auf Flutlichtspiele? Als erstes Mal, klar, ärgert es mich, dass ich morgen nicht dabei sein kann, weil Flutlichtspiele sind immer irgendwas Besonderes. Und da freut sich auch die Mannschaft raus, sind alle heiß. Gerade nach unserem letzten Flutlichtspiel gegen Holzhausen wollen wir genau da wieder anknüpfen, wollen kämpferisch genau wieder die gleiche Leistung bringen und dann die nächsten drei Punkte holen. Für den FC 08 Villingen stehen also die nächsten zwei Partien an. Am Freitagabend unter Flutlicht zu Hause gegen Pforzheim. Am darauffolgenden Mittwoch dann die Nachholpartie des achten Spieltags auswärts in Rielasingen-Ahlen.